Seid gegrüßt, Kinder von Midgard, und herzlich willkommen in meiner Sagenhalle. Das Jahr nähert sich dem Ende. Die Rauhnächte beginnen und es verschwimmen die Grenzen zwischen den Welten, zwischen Leben und Tod und zwischen den Lebenden und den Toten. Die Rauhnächte sind auch eine Zeit des Übergangs. Und daher habe ich beschlossen, euch zum Jahresabschluss eine Reihe von Sagen vorzulesen, die sich um diese dunkle, mysteriöse Zeit drehen. Diese Sagen wurden einst unter anderem von den Gebrüdern Grimm gesammelt, und wenn ihr Lust habt, sie selbst zu lesen, warten die entsprechenden Links in der Infobox auf euch. Bevor ich euch die Sagen jedoch vorlese, erläutere ich euch noch ein bisschen, worum es dabei grundlegend geht. Also setzt euch zu mir ans Herzfeuer, nehmt euch ein Horn voll Met und hört, was ich euch aus den Tiefen der Zeit zu berichten weiß. Und bitte, macht die Tür dicht. Es ist kalt. Die Rauhnächte bilden eine Übergangszeit zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Früher berechnete man die Jahre anhand der Mondzyklen. Das heißt, die Jahre hatten nur 354 Tage. Unsere Sonnenjahre nach dem heute geläufigen Kalendersystem beinhalten jedoch nur 365 Tage. Legt man diese Systeme nun übereinander, fehlen 11 Tage und 12 Nächte. Diese werden auch als tote Nächte bezeichnet. Es sind Nächte, die es eigentlich nicht geben dürfte, in denen die Grenzen zwischen dem Gewohnten und der Anderswelt offen stehen. Die Rauhnächte sind gleichzeitig eine Zeit des Abschieds und des Neubeginns, eine Zeit der erweiterten Möglichkeiten, die sich in zahlreichen Sagen und Legenden widerspiegeln. Vor der zunehmenden Verstädterung und Modernisierung der Welt nutzte man vor allem auf dem Land die Rauhnächte, um mit verschiedenen Ritualen einen Blick auf das neue Jahr zu erhaschen, in Kontakt mit den Ahnen zu treten oder um mit Altem abzuschließen, um sich auch geistig frei zu machen für die Zukunft. Es ist aber auch die Zeit der Geister, Wichte und Verstorbenen, in denen allerhand mysteriöse Dinge geschehen können, vor allem nachts. Und nicht immer sind einem diese Dinge wohlgesonnen. Die Rauhnächte finden immer in den letzten Wochen vom alten ins neue Jahr statt. Allerdings können die Daten, wann sie stattfinden, variieren, da es sich um höchst regional gefärbtes Brauchtum handelt, das bis in die Zeit des Heidentums zurückgeht und daher keine universelle Gültigkeit hat. Für einige beginnt zum Beispiel die Zeit der Rauhnächte am 21.12., also um die Wintersonnenwende herum, für andere an Weihnachten oder dem ersten Weihnachtstag, das heißt, in dem Fall gehen die Rauhnächte bis zum 6. Januar. Je nach Region werden die Rauhnächte verschieden genannt, Rauhnächte, die 12. oder Glöcknernächte. Die Rauhnächte sind auch die Zeit, in der der Allvater und seine Gemahlin Freya verstärkt zu den Menschen kommen, zusammen mit Wodans Heer aus Geistern. Sie haben in den verschiedenen regionalen Sagen oft unterschiedliche Namen bekommen und werden seit der Christianisierung oft auch als Teufel oder Dämonen interpretiert, was der ursprünglichen Bedeutung aber nicht wirklich gerecht wird. Allvater Wodanas wird deshalb auch als wilder Jäger, Wod, Wode, Hassjäger, Nachtjäger oder Hackelberg bezeichnet, unter anderem. Freya, auch bekannt als Frigg oder Frigga, die Göttin von Geburt, Winter und Tod, wird auch als Frau Gode, Frau Wode, Perchter, Berchter, Hertha, Holder oder Frau Holle bezeichnet. Und ja, das Märchen von Frau Holle basiert tatsächlich auf germanischen Sagen um die Königin von Asgard. Wodans Heer wird auch als wildes Heer, wütendes Heer oder verallgemeinert als wilde Jagd bezeichnet. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um eine westgermanische Entsprechung zu den nordgermanischen Einherjer, die nach einem ehrenhaften Tod auf dem Schlachtfeld zu Odin nach Valhall kommen. In Skandinavien heißt das Spektakel dann
Odins Jagd. Warum gejagt wird und wer gejagt wird, ist von Region zu Region unterschiedlich. Mal geht es darum, die Windsbraut zu fangen, mal darum, eine Seuche oder Katastrophe anzukündigen. Andere Quellen deuten auf einen winterlichen Fruchtbarkeitskult hin. Viele der Sagen, die ich euch bereiten werde, stammen aus christianisierter Zeit und oft dreht es sich um Buße und Sünde für ein vergangenes Verbrechen gegen den christlichen Gott. Allgemein ist die wilde Jagd ein Thema, dem ich in Zukunft mal ein eigenes Video widmen werde. Es gibt aber auch noch andere Gestalten, die in den Rauhnächten umgehen und deren Kult teilweise mit denen anderer Gottheiten verschmolzen ist, zum Beispiel der Krampus, der wahrscheinlich auf einen Ziegenkult um den Donnergott Funras oder Thor oder Dona zurückzuführen ist. Der Glaube, dass man zu Mittwinter von nichtmenschlichen Wesenheiten besucht wird, drückt sich noch heute in bestimmten Bräuchen aus, zum Beispiel das norddeutsche Wichteln oder die Krampus- und Pechtenläufe in der Alpenregion. So, spätestens jetzt seid ihr im Bilde. Und nun kommen wir zu den Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Ein Schuster in Friedberg hatte gar ein winziges Anwesen. Der Pfannenstiel stand ihm zum Haus hinaus, wenn er kochte. Er wäre gern reich geworden, drum arbeitete er auch, wann es nicht sein durfte. So knotzte er auch einmal spät in der Rauhnacht bei der Ölfunzel und nagelte und flickte und scherte sich den Kuckuck um die späte Stunde und um die verschriene Zeit. Auf einmal wird es draußen auf der Gasse unruhig. Der Fensterladen springt auf und aus dem Finstern hält einer einen Rossfuß herein und murrt: »Geld, Meister, mir flickst du auch den Schuh?« Da überkam den Schuster ein Schauder, er ließ Schuhnadel fallen, kroch ins Bett und zog die Tuchend übers Ohr. In einem dicken Wald zwischen Seewiesen und Kochet hauste ein altes, wunderliches Weib, ganz einschichtig, und niemand war bei ihr als ein kleiner Hund, und der war ihr recht lieb und vertraut. Einmal brauste in der Rauhnacht vor drei König die wilde Jagd über den Wald, und da gäffte und galmte und juchzte es, als ob die Hölle ledig wär, und der Hund in der Stube witterte die Geister und fing an zu zittern und zu winseln, und drückte sich zaghaft an den Kittel des Weibes. Da musste sie über das furchtsame Wesen lachen, und es fiel ihr ein Unsinn ein. Sie schob das Spinnrad weg, tat die Tür auf und rief: »Husch auch du dazu, mein Pinscherl!« Jetzt heulte der Hund verzweifelt auf, sprang in die Finsternis hinein und verscholl in dem Getöse. In der Frühe lockte das Weib ihr Hündlein mit den liebsten Namen, aber es kam nimmermehr zurück, denn es lag tot auf dem Dache. Vom wilden Jäger hat sicher jeder schon einmal etwas gehört. Wenn in stürmischen Nächten die Dachschindeln klappern und der Wind heult, wenn die Tiere unruhig werden und die Menschen sich schlapp fühlen und von düsteren Vorahnungen gepeinigt werden, dann ist der wilde Jäger am Werk. Er fährt mit dem endlosen Heer der Toten, die keine Ruhe in ihrem Grabe finden können und im dunklen Herbst und Winternächten umgehen durch die Lüfte. Es ist verständlich, dass er sich für seinen schaurigen Ritt am liebsten Gegenden aussucht, die unzugänglich und unwirtlich sind und in ihrer Einsamkeit dem nächtlichen Toben keinerlei Grenzen setzen. So war der Böhmerwald, vor allem aber die abgelegene und einer Wildnis gleichende Gegend um den Kubani, der Tummelplatz der wilden Jagd. Es gab auch einmal einen Bauern, der am Fuße des Kubani sein Häuschen hatte. In einer Sturmnacht zitterte das Haus in allen Fugen, ein Heulen und Johlen erfüllte die Lüfte,
aus dem der Bauer Pferdegetrappel, Gewieher und wilde, unheimliche Kommandorufe zu vernehmen glaubte. Sein Hündchen hatte sich schlotternd in eine Ecke verkrochen. In einer Mischung aus Übermut und Neugier rief der Mann seinem Hunde zu: »Hey, husch, mein Hunderl, auch mit!« Der Hund stieß einen schrecklichen Klageschrei aus und raste durch die Tür. Kurz darauf polterte ein Totenfuß in die dunkle Stube. Als der Bauer am nächsten Morgen ängstlich und mit einem schlechten Gewissen nach seinem treuen Vierbeiner rief, war der Hund nicht aufzufinden. Man fand ihn später tot auf dem Dachfirst des Hauses. Der Bauer hatte erkennen müssen, dass es nicht ratsam war, dem wilden Jäger ins Handwerk zu pfuschen. Wer sich still und respektvoll verhielt und fromm ein Kreuz schlug, wenn die wilde Jagd vorüberbrauste, der blieb heil an Leib und Leben und wurde vom Zorn des Geisterheeres verschont. In den 12., so erzählte ein altes Mütterchen in Woltringhausen bei Urte, indem sie ihre Pfeife ansteckte, da jagt Rots oder Herodes, wie sie sagte damals, mit seine Hünne, also mit seinen Hunden. Da muss man gleich nach Sonnenuntergang alles fest zuschließen, denn sonst jagt er durchs Haus und lässt einen seiner Hunde darin. So ist's einmal einem Bauern namens Plate in Kirchdorf ergangen. Der Hund hat ein ganzes Jahr lang dort gelegen, hat nichts anderes als Flugasche gefressen und ist doch dick und fett geworden. Von Farbe ist er grau gewesen und dabei so groß wie ein tüchtiger Kettenhund. Als nun aber das Jahr rund war und es wieder in die 12. kam, da hat man den Herodes wieder heranziehen hören, und als er dicht am Hause gewesen ist, hat er gerufen: »Alke, willst du mit?« Und kaum hat der Hund das gehört, da ist er schnell aufgesprungen und ist mit der wilden Jagd davongegangen. In Struckhausen haben sie mal einem solchen Hund alle Abend einen Napf voll Fressen an den Herd gesetzt. Den Tag über hat er still und ohne sich zu regen auf dem Herd gelegen, aber über Nacht muss er doch lebendig geworden sein, denn am Morgen ist der Futternapf immer leer gefressen gewesen. So hat das fast ein Jahr gedauert. Wie nun die 12. heranrücken, wird der Hund unruhig. Er geht hinaus vor die Niedentür, hält seine Nase hoch in die Luft und schnuppert. Dann kehrt er wieder an den Herd zurück und streckt sich hin. So geht es fort, bis das Jahr gerade vollrund ist. Da tritt ein großer Mann in die Niedentür. Der bedankt sich schön bei den Leuten, dass sie den Hund so gut gefüttert haben. Und sofort springt der Hund auf und geht mit seinem Herrn wieder davon. Das Jahr darauf ist in dem Hause aber so viel Milch und Butter gewesen, dass der Bauer einer der reichsten in der ganzen Gegend geworden ist. In der Gegend von Barsum in Osnabrückischen hat einmal ein Bauer Christabends die große Tür an der Diele offen gelassen. Da hat sich die ganze Joe-Jagd davor gelegt, und der Joe-Jäger hatte gesagt, er werde nicht eher fortgehen, als bis man ihm ein Brot herausbringe. Und das hat man denn auch tun müssen, nur um ihn loszuwerden. Aber damit ist es noch nicht zu Ende gewesen, denn er hat sich auch noch ausbedungen, dass man ihm alle Jahre um dieselbe Zeit an eine gewisse Stelle im Holz ein Brot hinlege. Und das ist viele Jahre lang geschehen. Ein Bauer zu Hogenbögen im Großherzogtum Oldenburg ging eines Abends in den 12. spät nach Hause. Er war schon ziemlich nahe daran, da kamen seine Kinder mit der Schubkarre und hatten Feuerung geholt. Da bekam er einen großen Schrecken, denn in den 12. darf doch nichts rundum gehen. Nichts darf sich drehen, kein Wagenrad, kein Spinnrad, ja nicht einmal ein Dreschflegel, weil dann ja der Weltjäger umgeht. Der Bauer fing also gleich an zu rufen und zu schreien, und die Kinder mussten auf der Stelle abwerfen.
Dann nahm er die Karre auf die Schulter, hielt das Rad fest, damit es sich ja nicht noch einmal etwa drehe, und trug sie so nach Hause, und da haben sie sie sorgsam eingeschlossen. Aber seine Frau fing an zu weinen und sagte, nun werde es ihnen gewiss schlecht ergehen. Die beste Kuh müssten sie schon gewiss verlieren, aber es sei auch noch Schlimmeres zu befürchten. Da wurde ihnen geraten, sie sollten schnell den höllischen Hunden ein Futter bringen. Deshalb nahmen sie ein jähriges Kalb, banden es an einen Strick und zwei Mann brachten es noch am selben Abend weit vom Hause in die offene Heide und ließen es da laufen. Auf diese Weise hatten sie die Kuh gerettet, aber nun hatten sie die Hunde an das Futter gewöhnt und mussten die Fütterung alljährlich wiederholen, sonst hätten sie es doch noch die beste Kuh gekostet. Noch viele Jahre ist es bei diesem Bauern Brauch gewesen, alle Winter im Anfang der 12. ein jähriges Kalb hinauszubringen, und oft ist das Kalb vorher noch besonders darauf gefüttert worden, damit die Hunde besseres Fleisch bekämen. Und niemals ist von den hinausgebrachten Kälbern eines wiedergekommen oder etwa an anderer Stelle aufgefunden worden. In einer mondhellen Nacht ließ sich im Lessachtal in Kärnten die wilde Jagd mit dem gewöhnlichen Jauchzen vernehmen und kam lärmend auf das Dorf zu. Voran ritten drei große Männer, die hielten jeder eine Stange in die Höhe, und an der Stange war oben eine Leiche angebunden. Hinterher kamen eine Menge Leute mit wilden Gesichtern. Am Dorfplatz lagerten sie sich, machten Feuer und führten aus dem nächsten Stalle einen Ochsen heraus. Diesen schlachteten sie und brieten und aßen ihn. Dann legten sie die Knochen alle zusammen wieder in die Haut und peitschten mit den Ruten darauf. Da wurde der Ochse wieder lebendig. Sie führten ihn in den Stall zurück und jagten dann mit grässlichem Lärmen weiter. Aber während des nächsten Tages verdorrte der Ochse. Es war einmal ein böser Graf, der fürchtete sich auch gar nicht vor dem lieben Gott, denn er ging fast jeden Sonntag auf die Jagd. So kam er denn auch gar nicht mehr in die Kirche, und bald jagte er die ganze Woche, Sonntag und Werktag, und je mehr er jagte, desto größere Lust hatte er daran. Da ritt er denn mit den Leuten durchs Korn und durch die Gerste und den Hafer. Und wenn sie mal zusammenkamen und sich beschwerten, dass er ihnen ihr Getreide zertrat, da schlug er sie mit der Hundepeitsche. Dann setzte er sich wieder auf sein Pferd, die Jäger und die Hunde hinter ihm her, durch Wald und Feld und Berg und Tal. Immer gejagt und immer gejagt. Die Hirsche und die Rehe und die Hasen, die er sah, die musste er auch haben. Ehe hatte er keine Ruhe. Nun war es aber einmal am Sonntag, da waren die Leute alle in der Kirche. Nur der böse Graf war wieder auf der Jagd mit all seinen Hunden und Jägern. Da sah er einen schönen Hirsch und gleich ging es ihm hinterher. Aber so sehr sie sich auch bemühten, sie konnten nicht an den Hirsch herankommen, bis dieser endlich stehen blieb. Da sah der Graf zwischen seinem Geweih ein schönes goldenes Kreuz. Der Hirsch war nämlich Jesus Christus, und der sagte jetzt zum Grafen, »Nun sollst du jagen, bis an den jüngsten Tag.« Und das ist dann auch geschehen, denn der Graf ist der wilde Jäger. Vor langen Jahren war im Sachsenland ein großer Fürst, der hatte viele Burgen und Schlösser und Dörfer und Forsten. Er mochte am liebsten immer nur jagen und lebte mehr in den Wäldern als auf seinen Schlössern, und dabei war er ein rechter Wüterich. Einmal hatte ein Hirtenknabe in seinem Wald einen jungen Baum abgeschält und sich aus der Rinde eine Schalmei gemacht. Dem hat er den Bauch aufgeschnitten und das Ende des Gedärms um einen Baum gewunden, und nun hat er den Knaben so lange um den Baum hetzen lassen, bis ihm das ganze Gedärm aus dem Leibe gewunden war und der Knabe tot hinfiel. Und dazu hat er gerufen, »Das ist die Schalmei, worauf du blasen sollst. Das hast du für dein Pfeifen.«
Einen Bauern, der auf einen Hirsch schoss, weil er ihm sein Korn abweidete, hat er auf den Hirsch festschmieden lassen und die beiden so in den Wald gejagt. Da ist der Hirsch mit dem Mann weggelaufen und hat ihn so lange an die Bäume und Sträucher angeschlagen, bis der Mann tot war, und dann ist der Hirsch zuletzt auch selbst umgekommen. Zur Strafe für all das hat sich der Fürst aber auch endlich mal beim Jagen den Hals gebrochen. Denn da ist ihm sein Pferd durchgegangen und ist mit ihm gegen eine Buche gerannt, dass er mit dem Kopf gegen den Baum schlug und ihm das Hirn in 1000 Stücke zerbarst. Und das ist nun seine Strafe nach dem Tode, dass er auch im Grabe noch keine Ruhe hat, sondern die ganze Nacht durchjagen muss. Das muss er jede Nacht, Winter und Sommer, von Mitternacht bis eine Stunde vor Sonnenaufgang. Und dann hören die Leute ihn oft rufen. Gut, gut, hallo, hallo. Sein gewöhnlicher Ruf ist aber nur gut, gut. Und davon wird er selbst an manchen Orten der Wode genannt. Auf dem ganzen Solling erzählt man sich, auf dem Moosberge bei Neuhaus liege der Hackelberg begraben. Dieser war nämlich ein großer Jäger, und einmal träumte ihm, er würde durch einen Eber seinen Tod finden, oder campen, wie man damals sagte. Da nun am anderen Tag eine große Jagd war, bat ihm seine Frau, er möge doch nicht mit ausziehen, und da ließ er es dann auch bleiben. Als aber die Jäger dann abends nach Hause kamen, hatten sie einen großen Eber geschossen, und wie der so auf der Diele liegt, tritt der Hackelberg heran und sagt, »Na, du wirst mir auch nichts mehr tun«, und fasste dabei mit den Fingern in den Rüssel und hebt den Kopf in die Höhe. Der gleitet ihm aus der Hand und der eine Hauer fällt ihm ins Bein. Hackelberg achtete nicht weiter darauf, aber die Wunde wurde so schlimm, dass der kalte Brand dazu kam und er daran starb. Vor seinem Tode hatte er noch bestimmt, man solle ihn ungewaschen, wie er sei, in einen Sarg legen und ihn da bestatten, wohin ihn sein Schimmel ziehen würde. Als es nun aber zur Bestattung kam, wollte man ihn doch nach Stolzenhagen bringen, wo früher die Einwohner von Neuhaus begraben wurden. Aber 4 Pferde, die man davor spannte, brachten ihn nicht von der Stelle. Da wurde denn endlich sein Schimmel vor den Wagen gespannt, und der ging sogleich mit ihm den Moosberg hinauf und stand erst auf der obersten Spitze still. An der Stelle hat man ihn dann auch begraben, aber heute weiß kein Mensch mehr, das Grab zu finden, und nur zufällig trifft einer hin und wieder im Walde darauf. So fand einmal ein Schäfer das Grab. Der steckte seinen Schäferstab darauf mit seinem Hut, um es nachher wiederzufinden. Aber er fand es nicht wieder. Ein anderer Mann, der es auch zufällig einmal gefunden hatte, brach einer daneben stehenden Tanne den Wipfel ab, um es wiederzufinden. Als er es aber dann wieder suchte, waren da viele Tannen die Wipfel abgebrochen, und da konnte er es nicht wiederfinden. Überhaupt, wer mit der Absicht hingeht, es zu suchen, findet es nie, nur wer plötzlich einmal darauf stößt. In Mittelstadt am Neckar sagt man, das Mutesheer sei ein gewaltig großer Wagen, der ist so gedrängt voll, dass man nichts als Köpfe darin sieht, und er fährt so rauschend und rasselnd durch die Luft, als ob's der Teufel mit seinem Heerscharen selber wäre. Eine Stimme ruft vor dem Wagen her, aus dem Weg, dass niemand beschädigt wird. Wer diesen Ruf hört, muss sich nur gleich mit dem Gesicht zur Erde werfen und sich am Boden festhalten, und wer es nur an einem Grashalm, dann kann ihm nichts geschehen. Eine andere Stimme aber, von einem, der nicht mit im Wagen sitzt, schreit hinter dem Zug beständig her. Wer mir auch geschildert gehört, so kann mir auch danach. Andere haben das Mutesheer auch noch anders gesehen. Da zogen 4 Schimmel einen Wagen, und in dem Wagen stand ein einziger großer Mann. Man sagt, es komme ein gutes Jahr, wenn man das Mutesheer recht sausen hört.
Bei Gmünd im Remstal hört man sonst in den Adventsnächten den Spatzentannjäger. Der kam aus dem Walde Spatzentann bei Mutlangen mit 4 Schimmeln vor die Stadt gefahren, indem er beständig knallte. Auch mehrere bellende Hunde begleiteten den Wagen. Am Tore schellte er jedes Mal. Wenn dann aber jemand aufmachte, war er schon um die Stadt herumgefahren und zog an dem anderen Tore. Man hörte ihn auch oftmals seine Hunde locken, indem er rief: Hudax, Dax, Dax, Hudax. Auf Pöhl ging mal ein Mann spät abends von einem Dorf zum anderen. Das Wetter war stürmisch. Unterwegs hörte er vor sich eine sehr grobe Stimme und ein furchtbares Gebell von Hunden, großen und kleinen. Wie er näher kommt, sieht er mitten im Weg einen Wagen mit schwarzen Pferden halten, um den herum bellen die Hunde. Da geht er heran und auf dem Wagen sitzt ein Mann, der ihn bittet, er soll ihm doch die Deichsel heil machen. Der andere ist ein Rademacher gewesen. Er besinnt sich denn nicht lange und macht sich ans Schnitzen. Als die Deichsel wieder heil ist, sagt er auf dem Wagen, er hätte nun gar nichts, was er ihm geben könnte, nur die abgefallenen Holzspäne. Da wird's dem Rademacher aber unheimlich. Er steckt rasch ein paar Späne in die Tasche und läuft nach Hause. Da legt er die Späne auf den Herd und geht schlafen. Und am anderen Morgen sind all die Späne 2/3 gewesen. Altmecklenburgisches Geld. Da ist er rasch hingelaufen und will sich die anderen Späne auch noch holen, aber die waren alle schon weg. Durch das Dorf Thieringen in Württemberg kam sonst alljährlich das Mutesheer mit Saus und Braus und zog namentlich immer durch ein bestimmtes Haus durch. In dem musste man deshalb immer Türen und Fenster aufmachen, sobald man es kommen hörte. Da dachte einmal der Hausherr, er wolle doch mal aufbleiben und zusehen, was es denn eigentlich sei mit dem Mutesherr. Und als es wieder durchfuhr, blieb er in der Stube sitzen. Da rief aber eine Stimme: Streich dem da die Späte zu. Und alsbald war es dem Mann, als ob ihm jemand mit dem Finger um die Augen herumfahre, und dann war er plötzlich blind, und alle Mittel, die er versuchte, halfen nichts. Da gab ihm jemand den Rat, er solle sich doch das nächste Mal wieder ins Zimmer setzen. Schaden werde es auf keinen Fall. Diesem Rat folgte der Mann, und als das Heer im folgenden Jahre wiederkam, rief eine Stimme: Streich dem da auch die Späte wieder auf. Da fuhr es ihm wieder um seine Augen herum, und mit einem Mal konnte er wieder sehen. Da sah er auch das ganze Mutesheer. Das war eine Schar von ganz verschiedenen Menschen, von Alten und Jungen, von Männern und Weibern, und die machten einen wilden Lärm. Auf Rügen ist der Nachtjäger in manchen Gegenden allnächtlich unterwegs. Von einem großen Gefolge umgeben, mit lautem Hallo, mit Kreischen und Pfeifen und Hundegebell, mit Peitschenknallen und Pferdegetrappel reitet er durch die Lüfte. Dem einsamen Wanderer ruft er zu: Hallo, hallo, heil den Mittelweg, heil den Mittelweg. Doch sieht man ihn niemals ganz in der Nähe. Gewöhnlich ist er nur in einiger Entfernung zu sehen und dann auch nur wie in Nebel gehüllt. Wer ihn nachts auf einsamer Landstraße kommen hört, muss sich vor allen Dingen hüten zu pfeifen. Denn dadurch wird der Nachtjäger angelockt und glaubt, der Wanderer wolle mit. Ferner muss man sich hüten, die Vorder- und Hintertür des Wohnhauses offen zu lassen. Sonst kommt der Nachtjäger, fliegt zu der einen Tür hinein und zur anderen wieder heraus. Und was er dabei im Fluge erhascht, führt er mit sich fort. Besonders gerne nimmt er ungetaufte Kinder mit. Das ist seine liebste Beute. Den Wode haben viele Leute in den 12. und namentlich am Weihnachtsabend ziehen sehen. Er reitet ein großes weißes Pferd. Ein Jäger zu Fuß und 24 wilde Hunde folgen ihm.
Wo er durchzieht, dort stürzen die Zäune krachend zusammen, und der Weg ebnet sich ihm. Gegen Morgen richten sie sich aber alle wieder auf. In der Weihnachtsnacht darf man keine Wäsche draußen hängen lassen, weil seine wilden Hunde sie sonst zerreißen. Man darf dann auch nicht backen, denn sonst wird eine wilde Jagd daraus. Alle müssen still zu Hause sein. Lässt man die Tür auf, so zieht der Wode hindurch, und seine Hunde verzehren alles, was im Hause ist, besonders den Brotteig, wenn gebacken wird. Einige behaupten auch, das Pferd des Wode habe nur 3 Beine. In der Propstei in Holstein weiß man jung und alt viel von dem alten Jäger Au, Org oder Auf zu erzählen. Zwar treibt er in unseren Tagen sein Spiel nicht mehr so vor sichtlichen Augen, aber man weiß noch viele Stellen, wo er mit seinem wilden Gefolge in alten Zeiten gehaust hat. Er hatte beständig viele Hunde bei sich, gewöhnlich ganz kleine, auf deren Schwanz ein Licht brannte. Viele alte Leute erzählen davon und versichern, dass der alte Jäger ihnen nichts getan habe, wenn sie sich ganz ruhig verhielten und allenfalls den Segen, das Vaterunser oder ein anderes Gebet gesprochen hätten. Einer alten Frau aus Brodersdorf, die noch nicht lange tot ist, ist der alte Org einmal nachts zwischen Lutterbeck und Brodersdorf begegnet mit seiner ganzen Jagd. Nichts als Lichter und Lichter brannten bei ihr herum, und dabei lärmte und schrie und schoss und heulte es, dass ihr Hören und Sehen verging, denn sie geriet gerade mitten ins Gedränge. Das hat die alte Frau häufig erzählt, und sie log nicht. Ein Bäckermeister aus Königsberg in der Neumark war einmal über Land gegangen und kehrte erst spät abends nach Hause zurück. Als er in die Gegend von Bernikow kam, hörte er plötzlich in einem nahen Holz ein gewaltiges Hallo und Hundegebell, und als er dorthin blickte, sah er eine Frau mit langen, wallenden Haaren aus dem Walde hervorstürzen. Hinter ihr der wilde Jäger mit seiner ganzen Schar. Nur wenige Sekunden konnte er es sehen, dann war alles wieder im nächsten Holze verschwunden. Nur aus der Ferne hörte er noch Toben und Hundegebell. Noch ehe die Franzosen in Pommern hausten, ging einmal der Schullehrer von Hohenholz abends nach Stettin, um Einkäufe zum Kindelbier zu machen. Da hörte er plötzlich die wilde Jagd herankommen, mit Hundegebell und Jägergeschrei, und ehe er sich noch vor seinem Schrecken erholen konnte, kam eine schneeweiße Taube auf ihn zugeflogen. Die bat ihn, mit seinem Kreuzdornstock einen Kreis um sich zu schlagen und ihn mit 3 Kreuzen zu weihen. Der Lehrer tat das. Da flog die Taube in den Kreis und verwandelte sich dort in eine weiß gekleidete Jungfrau. Sofort kam auch der wilde Jäger auf seinem Ross an und schrie dem Lehrer zu: Öffne den Kreis und stoß die weiße Frau heraus. Die flehte ihn an, es nicht zu tun. Er brauche keine Angst zu haben, die wilde Jagd könne ihm in seinem Kreis nichts tun. Aber der Lehrer öffnete in seiner Angst den Kreis doch. Da war die Jungfrau im Nu daraus entschlüpft und der wilde Jäger wieder hinter ihr her. Nach kurzer Zeit aber sah der Lehrer ihn zurückkommen. Da hatte er die getötete Jungfrau vor sich auf dem Pferde liegen, so daß ihre langen schwarzen Haare auf dem Boden schleiften. In Wöldorf in Thüringen war ein Schafknecht, der trieb seine Herde gewöhnlich nach dem Brandholz bei Ranis. Dort beim Pferch hatte er auch seinen kleinen Karren, in dem hielt er seine Mittagsrast und blieb auch manchmal über Nacht darin. Zu diesem Schäfer kam oft ein Wald- oder Holzweibel und klagte ihm vor, wie es mit seinen Verwandten vom wilden Jäger gejagt wurde. Und erzählte ihm auch, dass nur die Holzstöcke, in die 3 Kreuze in einem Zwickel eingehauen seien, ihnen vor ihrem Verfolger Sicherheit gäben. Da schnitt der Schafknecht aus Mitleid mit seinem Taschenmesser 3 tiefe Kreuze in die Deichsel seiner Hütte, damit das kleine Weibel darauf Ruhe hätte. Das Mittel half, denn sobald nun im nahen Walde die wilde Jagd zu lärmen begann, flüchtete das Weibel heraus auf die schützende Deichsel. Zum Dank dafür schenkte sie dem Knecht ein Garnknaul, der nie ein Ende nehmen sollte, auch wenn er sein ganzes Leben lang daran strickte.
Die Leute aus der Umgebung haben die beiden oft gesehen, wie sie miteinander redeten. Dann schaukelte sich das Waldweibchen vergnügt auf der Deichsel und der Schäfer saß daneben und strickte von seinem Knaul. Zuletzt aber war es mit dem behaglichen Plaudern doch einmal zu Ende. Denn eines Nachts kam der wilde Jäger mit dem ganzen wütenden Heer herangebraust, und weil er das Waldweibel nicht von den drei Kreuzen herunterbringen konnte, brach er die ganze Karrendeichsel ab und nahm Deichsel und Weibchen mit sich fort. Von dem Knaul strickte der Knecht noch viele Jahre und erzählte auch jedem, der es hören wollte, wie er dazu gekommen war. Einmal stritt er mit einem Bekannten darüber, der die Sache nicht glauben wollte, und rief in seinem Eifer: »Ei, so wickle doch davon ab, so viel du willst, und behalte es für dich. Ich sage dir, der Knaul geht nicht zu Ende.« Als aber der andere das nun tat, da war der Knaul sofort zu Ende. Der General Sparr in Prenden ist bei seinen Lebzeiten ein großer Zauberer gewesen, und kaum war er tot, da ließ sich um Prenden unaufhörlich die wilde Jagd hören und ließ den Leuten fast keine Nacht Ruhe. Da hat auch einmal ein Bauer das Hallo und Jagdgeschrei gehört und in seinem Übermut mit eingestimmt. Aber sofort war es ganz still und eine Stimme rief: »Hast du helfen jagen, sollst du auch helfen tragen.« Und sogleich flog ihm eine Menschenlende auf den Rücken, an deren Fuß noch ein Schuh mit einer Schnalle saß, und auf der Schnalle war der Name noch zu lesen von dem, dem er gehört hatte. Schnell warf der Bauer seine Last ab, aber das half nichts, sie saß ihm gleich wieder im Rücken, und so viel er sich auch mühte, er konnte sie nicht loswerden. Da riet ihm einer, er solle sie doch nach dem Wildkeller des Sparrschen Schlosses tragen. Das tat er und wurde sie auf diese Weise glücklich los. Bei Wettin zieht der wilde Jäger oft durch den Grund, der die Pfaffenmatt heißt. Da geht es: Kliff, kliff, Hede, Hede, Hede. Einst lag ein Hirt in seiner Hürde und hörte das Bellen und Hetzen. Da fragte er, ob er nicht mitjagen dürfte. Nur zu, rief der wilde Jäger, und der Hirt jagte mit. Als die Jagd zu Ende war, bekam er als Anteil an der Beute eine Pferdekeule, die sollte er essen. Und weil er das nicht wollte, tanzte die Keule drei Nächte hintereinander auf der Weide rings um die Schafe und mitten durch sie hindurch, so dass die Tiere ganz scheu wurden. Da wandte sich der Hirt an den Prediger und klagte ihm seine Not. Der Prediger zitierte den wilden Jäger und gebot ihm, die Keule zurückzunehmen. Aber der wilde Jäger sagte, das sei alter Brauch bei ihm und seinen Jägersleuten. Wer mitjage, der müsse auch mitessen. Daher komme noch das alte Sprichwort: Hast du geholfen jagen, musst du auch helfen nagen. Da musste sich der Hirt bequemen, ein kleines Stück von der Keule zu essen, und dann war sie gleich verschwunden. Ein Knecht hatte einmal Halm geschnitten auf dem Futterboden, und das war im Winter, abends. Plötzlich hörte er, wie die Holzhetzer durch den Garten jagten. Verwegen ist er gewesen und schreit hinaus: »Holzhetzer, hetzt mir auch mein Teil!« Kaum hat er das gesagt, kommt ein Trumm eiskaltes Fleisch zum Fenster hereingeflogen, das blieb immer bei ihm, so oft er es auch wieder hinauswarf. Nun konnte er auch in kein Bett mehr gehen. Er musste sich auf die Ofenbank setzen und da die Nacht lang sitzen bleiben. Einige Tage darauf kam ein altes Vettelweib und blieb über Nacht. Der Knecht wollte ihr erst nicht sagen, warum er nicht ins Bett gehe. Aber das Vettelweib meinte, eine Alte wisse auch manchmal einen guten Rat. Da erzählte er ihr sein Unglück. »Dummer Kerl! Wirf's hinaus, wenn die Holzhetzer wiederkommen, und ruf dazu: Wenn ich kein Salz dazu bekomme, kann ich's nicht brauchen.« Der Knecht tat es und wurde auf diese Weise frei. Es war aber das Fleisch von einem Holzweibchen gewesen. Das war von den Hetzen in der Luft zerrissen worden.
Zwei Burschen gingen abends von Bergkirchen in Westfalen durch den Wald, ihre Bräute zu besuchen. Da hörten sie über sich in der Luft wildes Hundegebell und eine Stimme rief dazwischen: Hutto, Hutto! Das war Hackelblock, der wilde Jäger, mit seiner Jagd. Einer von den Burschen rief ihm in seiner Frechheit nach: Hutto, Hutto! Da kam Hackelblock mit seinen Hunden und hetzte die ganze Meute über den Burschen. Von dem ist hernach auch nicht eine Spur mehr gefunden worden. Zur alten Burgruine über den Klingenstein bei Ulm zieht nachts von Zeit zu Zeit ein wilder Heerhaufen mit grausigem Toben. Dann hört man im Schlosshof Pferdegewieher und Hufschlag weit in die Nacht hinaus. Es geht an ein Turnieren und wildes Durcheinanderjagen, Wasserkufen werden hin und her geschleppt und viele Brunnen fangen zu laufen an. Kieselsteine an die Tausende werden in die Höhe, an Fenster und Läden geschleudert, große Massen Sand in die Luft geworfen. Wer sich erfrechen wollte, hinauszuschauen, dem erginge es übel. Nach Mitternacht setzt sich der Zug wieder, so wie er kam, durch die verschlossenen Tore in Bewegung. Am Morgen ist alles still. Kein Brunnen, keine Kieselsteine, kein Sandhaufen weit und breit. Ehe die wilde Jagd kommt, meldet sie sich an. Dann hört man im Tannenriederwald ein Getöse, als wenn einer mit einem Hammer auf leere Fässer schlägt. Allmählich wird der Wind zum Sturm. Die Bäume fangen an zu krachen, der Sand am Weg wird in Wirbeln aufgedreht. Und dann kommt die Jagd. Ein wahres Treibjagen, so schreit und pfeift und klappert es, dazu bellen und winseln und heulen junge und alte Hunde in Menge, und allerlei Vögel mischen sich mit fürchterlichem Gequäke in das Getöse. Das Schreien der Treiber, das Hallo der Jäger und Knallen der Peitschen, dazu klagende Stimmen von Frauen, Hörnergetön und andere schöne Musik. Das alles wird übertönt vom Heulen des Sturms. Es ist, wie wenn jeder Jäger mit einem Stecken an jeden Baum anschlüge. Sie zieht nicht hoch über die Erde hin, denn die niedrigen Sträucher und Büsche geben Wind und rauschen von der Eile, mit der sie durchreißt. Im Wallis haben schon manche den Zug der wandelnden Toten gesehen. Sie laufen in den Kleidern, in denen man sie zu Grabe trug, oder noch häufiger in den Kleidern, die man zu ihrem Trost den Wächtern oder den Armen ausgeteilt hat. Darum soll man ja einen vollständigen Anzug vom Verstorbenen her schenken. Wo das nicht geschieht, da fehlt dem Toten nachher irgendein Stück. Einer musste zum Beispiel barfuß laufen und sich dafür mit zwei Joppen schleppen, weil man bei seinem Begräbnis statt der Schuhe eine Joppe hergegeben hatte. Und ein Weibsbild trug einen Butterballen auf dem bloßen Kopf, da habe man statt des Hutes Butter hergegeben. In Visperterminen hat einmal einer den Totenzug gesehen, da lief zuletzt einer, der hatte keinen Gürtel zu seinem weißen Kleid. Der musste das Kleid immer mit den Händen hochhalten und konnte den anderen gar nimmer nachkommen. Da hat ihm der andere seine Halsbinde geschenkt und ihm wohl noch geholfen, sie um den Leib zu schlagen, und der Tote hat ihm gedankt und gesagt, nun könne er den Zug erst auf dem 99. Friedhof wieder einholen. Dann ist er den anderen nach. Eine Bauerntochter war jung und schön und reich, dabei aber so stolz, dass sie alle Menschen verachtete und alle Freier mit Hohn abwies. Und als sie starb, wollte sie sogar ihre neuen Schuhe mit ins Grab haben. Nun war einmal einer nachts unterwegs, einer aus ihrem Ort, der sie bei Lebzeiten gut gekannt hatte, und das Nachtglort kam, und da sah er das Mädchen mit im Zuge, und ihre Schuhe waren ganz zerrissen. Das erzählte er ihren Eltern. Da ließ man das Grab öffnen, und die neuen Schuhe waren wirklich zerrissen und waren ihr bis an die Waden hinaufgeschoben. Es war einmal ein Montavoner,
der stellte sich in der Kreuzgasse zu Chaguns auf, als eben das Nachtvolk mit herrlicher Musik herunterfuhr, und bat einen aus dem schwarzen Zuge, er möchte ihn die Schwegelpfeife blasen lernen. Da fasste der seinen Daumen und drückte ihn mit solcher Gewalt in die Mündung der Pfeife, dass ihm das Blut unter dem Nagel hervorspritzte. Der Montavoner hatte auf das hin keine Lust mehr, die Schwegelpfeife zu blasen, und warf sie weit fort. Als er später einmal zufällig wieder eine in die Hände bekam und zu blasen versuchte, da konnte er sie so lieblich blasen, wie er es sein Lebtag noch von keinem gehört hatte. Im Wallis hat man einmal erlebt, wie es ist, wenn man mit den Toten tanzt. Da war einmal dieser Wieser Jugend aus dem Berge Prabe nahe der Margaretenkapelle beim heimlichen Tanzen. Und als die Ausgelassenheit so recht auf der Höhe war und das Jauchzen von den Bergen widerhallte, da gesellten sich plötzlich eine große Schar von unbekannten Tänzern und Tänzerinnen zu ihnen, und der Tanzboden war bald überfüllt. Den Savisern wurde es zuletzt unheimlich, sie rissen aus und flohen den Berg hinunter. Aber die Fremden jagten ihnen hinterher. Da schlossen sie sich in eine alte Scheuer ein. Die Fremden machten sich schon daran, Türen und Wände einzuschlagen. Da wusste zum Glück einer von den Eingeschlossenen das Evangelium des heiligen Johannes und begann das mit lauter Stimme vorzubeten. Die anderen stimmten alle mit ein. Da wurde es draußen immer stiller und endlich rief ihnen noch eine Stimme zum Schlüsselloch herein. Hattet ihr nicht dies gebetet, wir hätten euch zerhackt, wie Gartengemüse. Damit verschwanden die Angreifer in feurigen Flammen in den Wald zurück. Bericht des Luzerner Stadtschreibers Nenwart Lüssert über Hans Buchmanns Luftfahrt mit dem Wilden Heer. Anno 1572, den 15. Tag Novembris, ward ein Landmann, Hans Buchmann oder Christbühler genannt, von Römerschwil aus dem Rottenburger Amt, damalen bei 50 Jahre alt, mega wohlbekannt und versehens verloren. Daraus viel Wesens entstund, machte auch der Obrigkeit viel Geschäftes. 4 Wochen danach kommt gewisser Bescheid von dem Verlorenen, er sei zu Mailand. Letztlich um Lichtmess des folgenden 1573. Jahres kommt er heim, ohne Haar, ohne Bart und Augenbrauen, mit geschwollenem, gesprengtem Angesicht und Kopf. Sobald die Obrigkeit das vernimmt, lässt sie ihn fänglich einziehen und, dabei ich selbst gewesen, ausfragen. Darüber war sein Bescheid, nämlich er hätte bei 16 Gulden Münze zu sich genommen des Tages, als er verloren, in der Absicht, sie einem, dem er sieht, schuldig, zu bringen, den er aber nicht gefunden. Er sei also gen Sempach gegangen, Geschäften halb, allda er sich gesäumt bis gegen Abend. Er habe zwar etwas, jedoch nicht zu viel getrunken. Als er nun heimwollen und zu angehender Nacht in den Wald gekommen sei, bei der Waldstadt, da die Sempacher Schlacht geschehen, da sei jählings ein seltsam Getös und Sausen geschehen, anfangs einem ganzen Imbt oder Bienenschwarm gleich, danach aber, als käme allerlei Seitenspiel gegen ihn her, welches ihm ein Grausen und Beängstigung gemacht, also, dass er nicht gewusst, wo er gewesen sei oder wie ihm geschehen wolle. Doch habe er ein Herz gefasst, seine Wehr gezückt und um sich gehauen. Da sei er von Stund an von der Vernunft, von Wehr, Mantel, Hut und Handschuh gekommen und gleich damit in Lüften hinweg in ein fremd Land getragen worden, da er nicht bei sich selber gewesen. Er habe wohl des Schmerzes und Geschwulz des Angesichts und Kopfes, auch der Haar- und Bartlosigkeit empfunden. Letztlich, als 14 Tage nach seinem Verfahren verschienen waren, habe er sich in der Stadt Mailand befunden, wo ein deutscher Quadiknecht sich seiner angenommen. Zwischen Lengenfeld und Stoffen am Lech liegt eine wilde, weite Öde auf einer hohen Ebene.
Darüber zieht das wilde Gejäg immer am wütendsten und haust dort immer am längsten. Darüber hin ging vor geraumer Zeit ein Mann aus Hofstetten. Es dunkelte schon, da vernahm er aus der Weite ein Heulen und Sausen, als wollte sich ein furchtbarer Sturm erheben. Wie er da stillstand und sich umsah, kam das wilde Gejäg ob seiner in den Lüften daher, und als er verstarrt vor Schrecken vergaß, sich auf den Boden zu werfen, hob es ihn leicht auf ab der Erden und riss ihn im Zuge mit dahin. 6 lange Wochen war der Mann der Erde entrückt. Kein Mensch wusste, wohin er gekommen war, und die Seinigen waren in Kümmernis um ihn als um einen der Toten. Da auf einmal kam er zurück. Er wusste selbst nicht, wie und wo, und war noch ganz tamisch in seinem Sinn. Es schwindelte ihm allweg, wenn er nur daran dachte, und allen, die davon hörten, geschwindelte es mit. Der Mann lebt noch heute, verhält sich aber stets geruhig und still, hat zu nichts mehr weder Leid noch Freud, hat nur noch ein Kuchelleben. Im Nathersberge in Oberwallis steht ein Alphäuschen gerade am Rand einer Totenstraße. Eines Abends ließ der Hausvater dort ein großes Stück Brennholz in der Straße liegen, weil er sich zum Aufspalten verspätet hatte. Da klopfte es um Mitternacht kräftig an die Haustür und ihm ward ernstlich geboten, wenn er sein Häuschen noch retten wolle, müsse er gleich die Straße öffnen. Der Totenzug rücke heran. Der Mann lief sofort hinaus, und als der erste Tote anlangte, hatte er den Totz eben fortgeschafft. Nur sein Fuß war noch auf der Straße und wurde vom Zuge noch gerade an der Ferse erreicht und ist davon lahm geworden. An einem Silvesterabend hatte einmal ein Spielmann in einem Dorfe bei Templin zum Tanze aufgespielt und ging um Mitternacht nach Hause. Wie er in den Wald kam, hörte er die wilde Jagd daherbrausen und versteckte sich vor ihr hinter einem Eichstamm. Das half ihm aber nichts, denn die wilde Jagd zog an der Erde hin und kam immer näher, und einer der Jäger stürzte auf den Baum los und rief: »Hier will ich mein Bein einhauen.« Im selben Augenblick bekam der Spielmann einen gewaltigen Schlag auf den Rücken, und es war ihm, als lege sich eine schwere Last darauf. Da ist er eiligst und in Angst davongelaufen und hielt nicht eher an, als bis er zu Hause war. Dort merkte er dann mit Schrecken, dass er einen großen Buckel bekommen hatte. Da war er nun traurig, und am anderen Morgen lief die ganze Nachbarschaft zusammen, um das Wunder zu sehen. Zuletzt kam auch einer, der ihm riet, er solle sich übers Jahr um die gleiche Stunde wieder hinter denselben Eichbaum stellen. Da werde ihm geholfen sein. Der Spielmann konnte nun die Zeit kaum mehr erwarten. Endlich war es wieder Silvester. Da ging er zu derselben Eiche, und um Mitternacht kam auch wieder die wilde Jagd, und derselbe Jäger stürzte auf den Baum zu und rief: »Hier habe ich vor einem Jahr mein Bein gehauen, hier will ich es auch wieder herausziehen.« Und im selben Augenblick gibt es im Rücken des Spielmanns einen gewaltigen Ruck, und fort war der Buckel. In der Adventszeit, wenn es draußen schneit und es nichts mehr zu arbeiten gibt, wird Frau Holler unruhig. »Ich muss hinaus in die Winterwelt und sehen, ob alle Mädchen fleißig spinnen.« Sie freut sich, wenn sie in die Stuben schaut und volle Spinnräder sieht. Dann sagt sie: »So manches Haar, so manches gute Jahr.« Weiter zieht sie durchs Land. Am Dreikönigstag tritt sie den Heimweg an und schaut in dieselben Stuben hinein. Zornig wird sie, wenn sie dann noch Flachs oder Wolle auf den Spinnrocken findet. »So manches Haar, so manches böse Jahr.« Die Mädchen fürchteten Frau Holler und brannten auch die letzten Fädchen am Abend vor dem Dreikönigstag von ihren Spinnrädern ab. Ich weiß ein schmuckes Städtlein dir in einem lieben Tal. Ein stilles Wasser fließt dafür,
sein Bett ist tief und schmal. Schon mürb und grau von Wind und Sturm steht an des Wassers Rand. Ein Tor, ein alter, dicker Turm, das Ostentor genannt. Und kommst du einmal da hinein, so schau zur rechten Hand. Da siehst ein Loch, nicht eben klein, hoch oben an der Wand. Einst fuhr in mancher schwarzen Nacht, so sagt ihm Wundermär, wenn Blitz auf Blitz im Wetter kracht, durchs Tal das wilde Heer. Es kam herab vom Eichenhorst und zog den Fluss entlang. Es schallt, als ob der Himmel borst, Gebell und Hörnerklang. Bald fliegt's hinauf im Wirbelwind und wimmert weit umher. Bald streicht es übern Weg geschwind und heult so bang und schwer. Am Klösterlein am Berg vorbei, da mag es wohl nicht gern, da singt man schon beim Hahnenschrei den Lobgesang des Herrn. Und hebt das Mettenglöcklein an im stillen Gotteshaus, dann flieht das Heer, nimmt seine Bahn zum Ostentor hinaus. Da tobt es durch mit Hundgebell, das Turm und Bogen kracht, und robt des Tores Wächter schnell vom süßen Schlaf erwacht. Im Turme hält es keiner aus, wer möcht auch wachen hier, und auch der Schelm, der Meister Klaus, bist teuer die Begier. Er zieht im alten Stüblein ein, wo mancher schon gehaust, zu warten, bis am Fensterlein das Heer vorübersaust. Ihm pocht das Herze laut und schwer, ihm möcht die Lust vergehen, doch will er Bass, das wilde Heer, mit eigenen Augen sehen. Schon wird's am Morgen himmelgrau, schon tönt der Hahnenschrei, da saust es rüber von der Au bei St. Walburg vorbei. Da ruft des Glöckleins Silberklang so freundlich in das Herrn, ruft fromme Frauen zum Gesang, zum Lob und Preis des Herrn. Wie vor dem Kreuz der Feind entflieht, mit Ingrimm schnell entweicht, so, wenn ertönt der Frauenlied, das wilde Heer entfleucht. Es tobt in Wut der Geisterchor und naht in wilder Flucht und stürmt heran zum Ostentor, wo es den Ausgang sucht. Und Meister Klaus das Köpflein hebt, gar flink vors Fensterlein, da saust, das Turm und Bogen hebt, die schwarze Schar herein. Und Meister Klaus, er hat's gesehen und schaut es nimmermehr, will nimmermehr ans Fenster gehen, wann kommt das wilde Heer. Ihm wuchs das Köpflein, sonst so fein, zum größten Schädel an. Da rob er aus dem Fensterlein, nicht vor noch rückwärts kann. Da half kein Poltern, kein Geschrei, er sitzet nagelfest, bis man mit Kreuz und Klerisei den Pfarrer holen lässt. Da brach der Kreuzstock endlich los und Klaus zieht sich hinein, doch muß sein Kopf noch lang so groß wie der in Passau sein. Vom Turme zog er schleunig aus, zu aller Welt gespött. Verschworen hat es Meister Klaus, dass er es wohl nimmer tät. Ich bin von einer sonst wohl resolvierten Person versichert worden, dass, als sie zwischen Oberhochstadt und Burg Salach auf dasiger ordentlichen Straße, der Römer Wallum, die Teufelsmauer insgemein genannt, mit einem guten Pferde nächtlicher Weile passiert. So habe das Pferd ungemein geschnaubet und geschnarcht und ganz ungemeine Posituren und Sätze gemacht. Ingleichen erzählet man, also fährt belobeter Döderlein fort, dass zu gewissen Zeiten in der Gegend Teilenhofen und Riedern bei dem dicken Walde, Herles Hohe genannt, zum Öftern ein abscheuliches und fürchterliches Jagdgetöse, bellende Hunde nebst einem grässlichen Geheul, Schreien und Rufen der Jäger und was sonst bei hitzigen, zumal Parforce-Jagden vorgeht, gehört wurde, welches bei einem furiösen Trieb bald nahe, bald in der Ferne zu sein erachtet wird. Ich selbst bin einst durch diese Gegend gereist, und da hat mir ein Bauer erzählt, dass ihm dieses wütende Heer einst bei Tage aufgestoßen sei.
Er habe nämlich von Ferne lauter Schatten auf sich zukommen sehen. Da sei er nun aus dem Wege getreten, weil den Bauern dieses Blendwerk nicht unbekannt und habe Pferde, Jagdhunde und Menschen mit Spießen, doch aber nur im Schatten und ohne Geschrei wahrgenommen. Da erhalten die gemeinen Leute dafür, wenn eine Weibsperson den Tag vor Weihnachten ihren Rocken nicht abspinne, so käme die Frau Holler und täte ihr einen stinkenden Possen darein. Weil sie für die heidnischen Diana oder Jagdgöttin gehalten wird, so gibt man auch von ihr vor, sie durchstreiche das Land mit einem wilden oder wütenden Heer, bei welchem man Hundebellen, Jagdhörner, Jägergeschrei und dergleichen mehr höre, aber meistenteils nur bloßen Schatten sehe. In Thüringen liegt ein Dorf namens Schwarzer. Da zog Weihnachten Frau Holler umher. Und vorn im Haufen ging der treue Eckart und warnte die begegneten Leute, aus dem Wege zu weichen, dass ihnen kein Leid widerfahre. Ein paar Bauernknaben hatten gerade Bier in der Schenke geholt, das sie nach Haus tragen wollten, als der Zug erschien, dem sie zusahen. Die Gespenster nahmen aber die ganze breite Straße ein. Da wichen die Dorfjungen mit ihren Kannen abseits in eine Ecke. Bald nahten sich unterschiedene Weiber aus der Rotte, nahmen die Kannen und tranken. Die Knaben schwiegen aus Furcht stille, wussten doch nicht, wie sie ihnen zu Haus tun sollten, wenn sie mit leeren Krügen kommen würden. Endlich trat der treue Eckart herbei und sagte: »Das riet euch Gott, dass ihr kein Wörtchen gesprochen habt, sonst wären euch eure Hälse umgedreht worden. Geht nun flugs heim und sagt keinem Menschen etwas von der Geschichte. So werden eure Kannen immer voll Bier sein und wird ihnen nie gebrechen.« Dieses taten die Knaben, und es war so, die Kannen wurden niemals leer, und 3 Tage nahmen sie das Wort in Acht. Endlich aber konnten sie es nicht länger bergen, sondern erzählten ihren Eltern von der Sache. Da war es aus, und die Krüglein versiegten. Andere sagten, es sei dies nicht eben zu Weihnacht geschehen, sondern auf eine andere Zeit. Frau Holler zog einmal aus, da begegnete ihr ein Bauer mit der Axt. Da redete sie ihn mit den Worten an, dass er ihr den Wagen verkeilen oder verschlagen sollte. Der Taglöhner tat, wie sie ihm hieß, und als die Arbeit verrichtet war, sprach sie: »Raff die Späne auf und nimm sie zum Trinkgeld mit.« Drauf fuhr sie ihres Weges. Dem Manne kamen die Späne vergeblich und unnütz vor, darum ließ er sie meistenteils liegen. Bloß 1 Stück oder 3 nahm er für die Langeweile mit. Wie er nach Hause kam und in den Sack griff, waren die Späne eitel Gold. Alsbald kehrte er um noch die anderen zu holen, die er hat liegen lassen. Doch so sehr er suchte, so war es doch zu spät, und nichts war mehr vorhanden. Um Weihnachten zieht Frau Percht umher und fahndet nach den bösen Kindern, welche das Jahr über unfolgsam gewesen. Sie ist eine große alte Frau, hat Haare wie Flachs und trägt gerne ein langes weißes Kleid. Sie stellt sich gewöhnlich an einem Ort auf, von wo aus sie alles sieht und hört, was im Hause vorgeht, schaut wohl zum Öfteren auch zum Fenster hinein oder guckt durch den Kamin auf den Herd hinab, wenn da selbst die Kinder stehen und auf die Suppe warten. Um ihren Beifall zu erringen, müssen die Mädchen ihre Spielsachen gut in Ordnung halten, die Mägde ihren Rocken zu Weihnachten ganz abgesponnen und unter das Dach gebracht haben. Findet sie einen Rocken und an ihm etwas Flachs, dann ruft sie zürnend: »So manches Jahr, so manches böses Jahr.« Wie die Pflanzen in unseren Bergen haben auch Mythen und Sagen ihre Standorte. Wie eine Pflanze nur in dieser oder jener Gegend vorkommt, so auch eine Sage.
Bei unserer gemischten Bevölkerung seit der Völkerwanderung, Goten, Langobarden, Alemannen, Bajuwaren, Franken zogen ja durch unser Gebirge, stritten um dasselbe und ließen sich da und dort sesshaft nieder, haben sich bis auf den heutigen Tage sehr verschiedene Dialekte erhalten. Wie verschieden ist die Sprache der nahe wohnenden Ultner, Passairer und Sarner. Bei dem ersten Begegnen verstehen sich diese Leute nicht wechselseitig. Auch die Sage ist wohl den verschiedenen alten Ansiedlern entsprechend fortgepflanzt, wie die Gebräuche. Ist es blinder Zufall, dass man am Inn, wo alle Mannen Einfluss hatten, nach dem St. Galli-Ziel rechnet, an der Edge, wo die Franken festen Fuß einst gefasst hatten, nach dem fränkischen Patron St. Martin? War es Willkür, dass nur alte Kirchen hier dem heiligen Zeno, dort dem heiligen Oswald, anderswo der heiligen Gertraud geweiht sind? Ich glaube nicht, es waren Nationalheilige, Schutzpatrone der Ansiedler. Es wäre nach meiner Ansicht wünschenswert, die alten, oft zerfallenen Heiligtümer näher zu erforschen und deren Patrone, die oft sogar heute verschollen, genau zu verzeichnen. Es könnte mancher Lichtstrahl auf die frühere Geschichte des Landes und dessen Besiedelung fallen. In Plasch bei Meran finden wir eine alte St. Ulrichskirche. Warum St. Ulrich? Weil es mit Kempten-Augsburg in Beziehung stand. In der Totengruft genannten Kirchhofskapelle zu Parchins fand ich ein Bild eines mir unbekannten Heiligen. Da ward mir gesagt, es sei der heilige Razzo. Wie kommt der sonst in Tirol unbekannte Razzo, der bayerische Heilige, hierher? Nun, in dieser Gemeinde hatte bis zum Jahre 1380 das Bistum Regensburg große Besitzungen, und so ward dieser Selige auch ins Dorf an der Etsch eingeführt. Auf dem Rittnergebirge kommt, das einzige dieses Namens, ein Verena-Kirchlein vor. Man möchte es seit neuerer Zeit mit Veronika in Verbindung bringen. Allein das Volk hat ein gutes und anhängliches Gedächtnis und nennt es durchaus St. Verena. Sie ist eine Gauheilige der Alemannen und ist durch diese ins nahe Gebirge gekommen. Die alten Gertraudkirchen weisen auf fränkische Ansiedelungen. Die Sagen haben auch ihre verschiedenen Standorte, je nach dem eingewanderten Stamme. Bei Meran findet sich die Riesen- und Zwergensage am meisten verbreitet, in der Gegend von Klausen die Schatzsagen, in Gebiete der alemannischen Mundart, wie Oberinntal und Winsgau, die Mythen von den saligen Fräulein. Wie die deutschen Orts-, Flur- und Hofnamen neben rätischen oder romanischen bald schichtenweise über- oder untereinander liegen, bald, wie im Eisacktale, die Deutschen nur eingesprengt sind, so steht es mit den Sagen. Diese und ähnliche Gedanken tauchten bei mir auf, als mir die Goofy-Downer Botin mitteilte, dass bei Laien im Eisacktale Frau Berchter umgehe. »Wissen Sie das nicht?« fragte sie. »Nein, das ist mir neu.« »Ja, mit Ihren Hunden, die ungetaufte Kinder sind.« Mich überraschte die Mitteilung, da ich über die Berchter im Eisacktale nur in Wielanders gehört hatte. Sie ist ja besonders bei den Bayern erhaltene Mythe. In anderen Teilen Tirols ist Frau Hulde oder Holde gang und gäbe. Die Bötin teilte mir nichts weiteres mit. Auf ein späteres Zudringen sagte sie, »Wer wird an diese Dummheiten glauben? Sie täten mir nur auslachen, wenn ich ihnen diese lappische Geschichte erzählte.« Ich erkundigte mich weiter und erfuhr, dass in Laien früher von der umziehenden Frau Bercht viel erzählt worden sei. Die Bötin schwieg immer. Auf meine Anfrage berichtete mir der Pfarrer in Laien, Jakob Tappheiner, am 14. Dezember 1887 folgendes. Frau Berchter ist unter der jüngeren Generation wenig bekannt.
Alte Leute aber erzählen, Frau Berchte sei eine lange, tief verschleierte Frau gewesen, mit aufgelösten, langen, wallenden Haaren. Sie sei meist im Abenddunkel nach den Betleuten gesehen worden, wie sie an der Spitze einiger kleiner Hunde durch den mit Gestrüpp bewachsenen Gebirgsbach zwischen Tschöffes und dem Grötnerbach niederstieg. Ein alter Schneider erzählte mir, er habe selber die kleinen Hündlein der Frau Berchter gesehen, wie sie einmal im Hofe eines Bauernhauses daherkamen. Er versuchte, die kleinen Köter, wie er sie nannte, zu erwischen. Aber so oft er einen in den Händen zu haben glaubte, war er wieder fort. Viel mehr lässt sich kaum erfahren, denn die Sage ist dem Erlöschen nahe, und schon viele Jahre ist Frau Berchte nicht mehr gesehen worden. Wird wohl erlöst sein. Die Bötin erzählte nun, bei Bjarnia war ein Steinlammer. Berchte erschien bei einem Stock im anstoßenden Walde und ging dann über die Wiese zur Lammer. Unter dieser war ein Trog, wo sich die sieben Hundlen, die sie mitbrachte, badeten. Dann kehrten sie zur Steinlammer zurück, gingen um dieselbe herum und zum Stock im Walde und verschwanden. Berchte wurde aber auch bei verschiedenen Höfen ohne Hunde, welche die Seelen ungetaufter Kinder sind, gesehen.